Ja, hallo alle miteinander. Keine Sorge, es geht heute nicht um meine Schuhe oder irgend sowas, sondern um diese wunderbare Uhr hier. Über die habe ich gerade eben schon mal ein Video gedreht, das ist dann 15 Minuten lang und äußerst unorganisiert geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich noch irgendwie noch mal besser machen. Deswegen jetzt hier zweiter Versuch. Das hier ist die Casio ProTrack PRG 270 1AER, denke ich mal, wenn ich mich nicht täusche, mit dem Negativdisplay. Ja, ich habe mir mal wieder eine ProTrack geholt und zwar diesmal sogar in der digitalen Variante. Das mochte ich ja damals eigentlich nicht so. Ich hatte schon mal eine ProTrack, allerdings mit der analog-digitalen Anzeige. Die hatte aber ein wichtiges Feature dieser Uhr nicht und zwar das da. Die Uhr, die ich damals hatte, war nicht solarbetrieben und als mir von dieser Uhr dann mal schlussendlich die Batterien leer geworden sind, habe ich mich so sehr geärgert, dass ich sie im Nachfolgenden direkt verkauft habe. Die hier ist mir auf eBay Kleinanzeigen über den Weg gelaufen und wenn ihr eine haben wollt, müsst ihr euch auch auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass Casio die so nicht mehr im Programm hat. Finde ich eigentlich schade, weil die Uhr ist richtig prima. Was haben wir erstmal so von der Äußerlichkeit? Wir haben eine ganz deutlich als Outdoor-Uhr rüberkommende Uhr. Groß, irgendwie messinstrumentartig, sehr viele Knöpfe. Und das genau das wollte ich irgendwie. Ich hatte eine ganze Zeit lang ja nur automatische Diver. Meine Seiko SRP 773, die blaue Turtle, liegt jetzt seit langem zu Hause, weil ich dieses Ding die ganze Zeit am Arm habe. Warum? Keine Ahnung. Passt mir im Moment einfach irgendwie in Kram in mein EDC. Ihr kennt mein Video mit dem Vorlieben-Karussell vielleicht. Ja, und jetzt habe ich mir dieses Ding hier geangelt. Sie sieht nicht mal so übermäßig groß aus, finde ich, für so eine Outdoor-Uhr. Die Daten, muss ich euch einblenden, habe ich nicht im Kopf. Sie ist für mich mit meinen, ehrlich gesagt, wirklich eher schmalen Handgelenken noch gerade so passend. Also wenn das für euch eine Referenz ist, ich kann meine Turtle mit den 44 mm gerade noch so tragen. Also 44 mm ist für mich wirklich die Obergrenze und die hier auch. Ich glaube, die ist 52 im Durchmesser, aber nicht so hoch, deswegen passt mir das noch ein bisschen besser ans Handgelenk. Wie ihr sehen könnt, ein negatives Display mit digitaler Zeitanzeige, unten laufender Sekunde und oben schon der zweiten Besonderheit, nämlich dem Barometergrafen. Machen wir das Ding hier mal ab. Ich will mich jetzt nämlich wirklich nur schnell auf die Hauptfunktionen beschränken. Neben der Zeitanzeige verfügt die Uhr im Menü erster Punkt über eine Sonnenaufgangs- und Untergangsanzeige, also Sonnenaufgang 5.30 Uhr, Sonnenuntergang 21.06 Uhr. Hier sieht man es vielleicht ein kleines bisschen in der Reflexion von meinem Mobiltelefon. Sunrise und Sunset. Das basiert nur auf dem Datum, ist also keine Messung oder irgendwas in der Richtung. Ist aber auch, ja, ist eine interessante Zusatzinformation. Mehr bringt mir das ehrlich gesagt auch nicht. Dann haben wir hier, das REC steht für Record. Man könnte sich nämlich mit dem eingebauten Höhenmesser den Verlauf der Meereshöhe, also der Höhe über normal Null, messen und anzeigen lassen, wenn man eine Tour macht. Also wenn man jetzt wandern würde oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder was weiß ich was, könnte man sich das aufzeichnen lassen von der Uhr und sich im Nachhinein das Höhenprofil dieser Tour angucken. Ist für mich persönlich jetzt gar nicht so sehr von Interesse, weil solche Touren mache ich tatsächlich fast nicht. Ist aber definitiv ein Feature, was für viele wohl interessant sein dürfte. Dann die ganz normalen Standards, Stoppuhr, Timer, Alarm und Weltzeitfunktion. Und danach kommt man wieder zurück in die normale Zeitanzeige. Dann, wie schon erwähnt, wir haben ein Altimeter eingebaut. Ein Höhenmesser, den habe ich kalibriert mit der Höhe über Normal Null, die bei uns im Rathaus ausgeschrieben ist. Das müsste eigentlich auch hinkommen mit 472 Metern. Wie ihr hier schon seht, läuft da oben der Graph und wenn ich mich jetzt bewegen würde und höher oder tiefer käme, dann würde der die Höhenveränderung mitzeichnen. Wie gesagt, für mich eher nur so ein spaßiges Zusatzfeature. Für andere Leute hätte das wahrscheinlich eine deutlich größere Relevanz als für mich. Dann, zweite Funktion, die ist für mich schon deutlich relevanter. Wir haben hier ein Barometer eingebaut. Das misst den aktuellen barometrischen Luftdruck und das kommt eigentlich sehr gut hin. Ich habe das Ding mit zwei anderen Wetterstationsbarometern also nicht mal kalibrieren müssen, sondern ich habe es mit zwei anderen Wetterstationsbarometern verglichen. Die haben alle das gleiche angezeigt, deswegen glaube ich diesem Ding auch tatsächlich. Als Referenz für euch 968
ist für uns hier so eher Richtung schlechtes Wetter. Bei unserer also bei unserer Höhe über Normalnull wäre so 462 ist sehr schlechtes Wetter und Quatsch, 962 ist sehr schlechtes Wetter und 980 ist das bestvorstellbare Wetter. Der Standard ist auf Meereshöhe ja 1013 Hektopascal. Wir haben aufgrund der erhöhten Höhe über Normalnull halt ungefähr so 970 als durchschnittliches Wetter. Das ist auch das, was ich an dem Ding so cool finde mit dem Barometer und dem kleinen Barometergrafen, der hier oben alle 2 Stunden einen neuen Messpunkt hinzufügt, kann man sich nämlich so eine grobe Vorstellung vom zukünftigen Wetter machen. Steigt dieser Graph, wird das Wetter besser, fällt dieser Graph, wird das Wetter schlechter, bleibt der Graph unveränderlich, bleibt das Wetter wohl auch. Das hat sich als ganz akkurat herausgestellt bisher, also so grobe Vorstellung, wie man sich davon halt machen kann. Das finde ich aber ehrlich gesagt ganz lustig. Als nämlich letztens mal ein Gewitter herangezogen ist, kann ich nämlich durch gedrückt halten des Knopfes hier oben dieses kleine Baro fixieren und dann misst die Uhr nicht alle 2 Stunden, sondern in deutlich kürzeren Intervallen und zeigt dann hier oben die kurzfristigere Veränderung an. Und dann hat man, als das Gewitter ankam, richtig gesehen, wie das Barometer hier oben aus dem Anzeigebereich rausfällt. So tief ist dann der Luftdruck geworden. Das war irgendwie ganz lustig. Da kann man dann so Hobby-Meteorologe spielen. Ja, ist aber halt nur ein lustiges Zusatzfeature. Was wir hier auch noch haben, ist ein Thermometer. Das zeigt mir hier gerade 19,1 Grad. Das ist natürlich etwas verfälscht, weil die Uhr von meinem Handgelenk kommt. Ich weiß aber, wenn man die Uhr irgendwo hinlegt und ungefähr 10 Minuten liegen lässt, dann liefert die sehr genaue Messergebnisse. Verglichen mit den beiden anderen Wetterstationen, mit denen ich diese Uhr dann natürlich vergleichen kann. Das ist aber ziemlich akkurat. Das war auch in den letzten Wochen ziemlich interessant, um die Wassertemperatur von gewissen Badegewässern zu messen, wo wir gewesen sind. Ja, ist einfach cool, wenn man so einen kleinen Zusatzfeature an seiner Uhr dran hat. Finde ich ganz lustig. Letztes Zusatzfeature ist der Kompass. Der wird hier nur in Grad und hier oben in Richtung angezeigt. Also hier Nordosten, das stimmt so grob. Das müsste eigentlich Norden sein. Ja, das stimmt. Ich würde dem Kompass für tatsächliche Navigation wirklich nur sehr grob vertrauen, weil wenn das hier Norden ist, dann müsste ja die Uhr 180 Grad gedreht Süden anzeigen. Ja, und da kann sie sich nicht so genau entscheiden zwischen Südwest, Südsüdwest und Süd. Ja, und das genau das meine ich eigentlich. Also so 1000%ig würde ich mich nicht drauf verlassen, aber es ist mittendrin ganz lustig, einfach drauf zu drücken und zu sehen, okay, wo sind die groben Himmelsrichtungen von hier aus gesehen? Man kann sich hier im oberen Graphenbereich neben dem Barometergraphen auch natürlich noch das Datum anzeigen lassen in Schrift und Datum, in Schrift und Zahl. Ich lasse es aber meistens auf dem Barometergraphen, das finde ich irgendwie interessanter. Wir haben noch so eine ganze Menge andere Standardfunktionen. Wecker, das hier steht fürs Stundensignal, das hier steht für die automatische Lichtfunktion. Die finde ich sehr toll. Die Beleuchtung dieser Uhr lässt sich ja normalerweise schalten über diesen Light-Button da unten, über diesen Knopf. Kann ich euch wahrscheinlich hier nicht zeigen, ist viel zu hell. Ja, jetzt ist gerade ausgegangen, man hat es schon ein bisschen gesehen. Was ich viel wichtiger finde, das hat diese Autobeleuchtungsfunktion. Das heißt, wenn ich die Uhr irgendwo in der neutralen Position habe und richte sie dann auf mein Gesicht, mehr oder weniger, beleuchtet sich die Uhr automatisch. Finde ich besonders wichtig, wenn man einfach gerade keine Hand frei hat und will trotzdem auf die Uhr gucken, dass man hier nicht zwingendermaßen auf den Knopf drücken muss. Die Gesamtheit aus diesen ganzen lustigen Zusatzfeatures, diesem taktikulen Look, der mir im Moment mit diesem oder dieser Messinstrumente-Look, der mir im Moment einfach wahnsinnig gut in Kram passt mit meinem EDC. Die Solarfunktion, also die sozusagen Autarkie der Uhr gegenüber irgendwelchen Batterien. Das sind alles so Features, die mir gerade unglaublich Spaß machen an dem Ding, weswegen, wie gesagt, meine Turtle hauptsächlich zu Hause liegt. Weil ich im Moment einfach mehr so auf dem etwas outdoorigeren Trip bin und da passt zum Beispiel zu diesem Messerchen, diese Uhr finde ich irgendwie einfach ganz gut dazu. Ja, das war's auch schon wieder. Bisschen unorganisierte Gedanken zu dieser Uhr. Wenn ihr eine haben wollt und die gefällt euch, dann macht euch im Gebrauchtmarkt auf die Suche, was weiß ich, eBay Kleinanzeigen etc. Weil das ist nämlich für das Geld, was für diese Uhr verlangt wird, so 80 bis 100 Euro, ist das wirklich ein tolles Zeiteisen, vor allem weil ich sie nicht so wahnsinnig überdimensioniert finde, wie viele von diesen Outdoor-Uhren aus der Pro-Track-Reihe dann doch noch sind. Ja.
das soll es schon wieder gewesen sein. Sind wir doch schon wieder bei fast 10 Minuten. Es ist aber etwas organisierter geworden als vorher, deswegen lasse ich das jetzt mal gut sein. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Reinschauen, liken, bewerten, kommentieren etc. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!